So, wir sind wieder in Deutschland und zwar sind wir in dem Wald, wo der SA-Dolch lag. Und ich denke mal, dass das jetzt der Anfang ist von einem neuen Video. Sicherlich werden wir hier die ganzen Funde, die ihr jetzt sehen werdet, in dem Video nicht an einem Tag finden, sondern bestimmt an mehreren Tagen. Und ich zeige euch jetzt mal den ersten Fund. Da unten ist es, mitten am Baum. Irgendein kleines Objekt. Sieht so ein bisschen aus, ja, so ein bisschen eckig wie eine Blume oder so. Scheint ein Knopf zu sein. Jetzt mal bürsten. Bin heute nicht alleine unterwegs. Anemone ist mit dabei. Ist da hinten irgendwo. Und meine Mutti ist auch mit dabei. Die Sonne wird auch jetzt plötzlich. Ist auf den Geschmack gekommen in Spanien. Und die hat den Nocta Fourscore und Anemone sondelt mit einem F75. Das ist ein Knopf. Extrem schöner Knopf. Die Öse ist auch noch dran. Da mache ich ein Foto von. Willst du mal meinen Knopf sehen? Mhm. Oh, der ist aber schön. Ja, da ist auch noch die Öse drin. Sehr cool, wa? Ja, mal sehen, was wir hier noch finden. So, geht weiter. Wieder ein richtig cooler Fund. Ich habe erst gedacht, das kann nicht sein. Erst, das kann kein Ring sein. Der sieht ja echt ein bisschen komisch aus, aber das ist wirklich ein Ring. Denn da ist ein Stempel drin. 925er Silber. Und dann steht dahinter noch was. Ich guck mal kurz, was da steht. F5 steht noch dahinter. Merkwürdiger Silberring. Aber das ist einer. Sehr cool. Das ist dann, glaube ich, der erste Ring, den ich hier in dem Wald finde. Wir haben jetzt gerade Mai 2018 und freue mich. Schöner Wald, schöne Funde, geiles Wetter. So kann es noch eine ganze Weile weitergehen. So, mal die Kamera aufgesetzt. Hier sind noch viele interessante Signale. Und hier habe ich gerade irgendwas Großes, Cooles gefunden. Das ist auch wieder so eine Art Knopf oder sowas mit Mustern und Verzierungen. Bin jetzt die ganze Zeit nur so richtig im Dickicht drin und wühle mich so durch. Und so richtig schön im Dickicht drin kommen echt die ganze Zeit hohe Signale. Auch wenn einige Schrott ist. Beweist es doch, dass da auch noch was Gutes dabei ist. Weil dieser fette Knopf mit diesen Verzierungen war dabei. Der ist auf jeden Fall alt. Und der hatte sicherlich mal eine Öse hier hinten. Ist aber ab. Sieht man noch so einen leichten Ring. So, wir machen erstmal eine kurze Pause, was trinken und dann geht es weiter. Was ist das?
Da ist eine Blume drauf in der Mitte oder so eine Art Stern. Ich dachte, das ist eine Blume. Aber was ist das für ein merkwürdiges Objekt? Scheint das Material zu sein wie eine Musketenkugel. Ist auch so schwer. Wenn ihr wisst, was das ist, dann sagt es uns. So, jetzt schauen wir mal, was Mutter Natur schon gefunden hat. Hast du ein Signal? Ja. Mhm. Was ist denn das hier? Wenn es anhören sollte, ja, Papier habe ich ganz viele Sachen. Viele Sachen? Oh, das sind deine Funde. Aber das nächste ist so schwarz. Ein Kronkorken, ein Stück von einer Ziehharmonika und Steine. Das ist auch Metall. Mhm. Also der Dr. Forsker ist kein Anfängerdetektor für ältere Damen. Wie, keine Lust mehr? Du willst in die Sonne gehen, Sommer. Pieptchen. Verpasst. Keine Lust ist nicht. Es wird hier noch bis nachts um eins gesonnelt. So, geht weiter. Wir sind nicht mehr in dem Wald, weil in dem Wald kam irgendwie nichts weiter mehr. Das war gestern und heute sind wir auf einem Acker. Und ich habe gerade was richtig extrem Cooles gefunden. Jetzt habe ich wieder die Mars Tiger Spule dran. Ich traue mich ja nicht, das Signal in die Hand zu nehmen. Aber ich werde es. Und ich werde es erstmal ein bisschen mit der Bürste bearbeiten. Ich muss es auf jeden Fall ein bisschen bürsten, damit ihr seht, was das ist. Ich kann nur so viel sagen, das ist ein extrem geiler Fund. Das ist ein extremer Fund. Und zwar ist es ein Ring. Ein alter Ring mitten auf dem Acker. Und das Allercoolste ist, da steht was drin. Da ist auch ein Stempel drin zu sehen. Ich werde mal das Coinpad verwenden. Denn im Coinpad haben wir Wasser drin. Die Motorradsaison hat angefangen und alle rasen wie die Verrückten hier rum. Ein bisschen mit Wasser abtupfen und so. Da stehen auf jeden Fall mehrere Sachen. Aber ganz ehrlich, das kann ich jetzt nicht erkennen. Und auch viele der Verzierungen sind kaum noch zu erkennen. Aber fest. Treue fest. Also ich kann jetzt lesen Untreue. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich sehe hier einen Buchstaben, da ein N, ein T, dann Treue und dann Fest. Dann Verzierungen. Ja. Ein Silberring auf dem Acker zu finden, ist was Besonderes, wie ich finde. Habe ich noch nie gefunden, im Ganzen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal einen Ring auf dem Acker gefunden habe. Ich habe aber glatt vergessen, Fotos zu machen im Wald. Von den gefunden von gestern. Na gut. Interessanter Acker. Wir machen hier weiter. Sehr signalleer, aber ein Ring.
Anemone ihren Fund. Anemone schießt wieder alles ab mit einer uralten Silbermünze. Intakt. Man kann auch noch was drauf erkennen. Halt mal bitte die Kamera. Mhm. Ich wollte gerade schon sagen, dass wir vielleicht so langsam abhauen, weil hier gar keine Signale sind. Aber mit dieser Münze ist natürlich besonders, oder? Datum kann man jetzt nicht sehen. Ich kann auch nichts drauf lesen. Ich sehe da nur irgendwas. Ja, das ist irgendeine Schrift, eine ganz alte. Eine uralte germanische Elfenschrift. Ja, das ist noch von damals, wo Gandalf und seine Gefährten hier lange rannten. So, so. Doch, ist wirklich was richtig Altes und Cooles. So was habe ich noch nie gefunden, so eine alte Silbermünze. Ist wirklich was Besonderes. Da müssen wir recherchieren und das dann nachgucken. Den du jetzt einsteckst. Der jetzt meine ist. Wird langsam dunkel, aber jetzt müssen wir hier noch nach der Münze suchen. Guck mal, wie dunkel das ist. Aber eigentlich ist es noch gar nicht so dunkel. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen weiter gucken, ob wir vielleicht noch mehr davon finden. So, der Acker ist ziemlich signalleer. Aber wenn mal ein Signal kommt, dann ist es anscheinend was. Wie man sieht, habe ich hier jetzt auch eine Münze gefunden. Zwar nicht so eine schöne Silbermünze, wie Anemone gefunden hat, aber auch irgendwas Älteres. Und ich hoffe, dass man noch was drauf erkennen kann. Oh, das sieht schlecht aus. Aber die hat richtig reingeknallt. Weil irgendeine uralte Münze, vermutlich aus Kupfer. Und man kann aber nichts drauf erkennen im Moment. Vielleicht kann ich das noch rausfinden, aber leider ist der Zustand nicht mehr so schön. Der Acker hat diese Münze hart zerfressen. Hier oben kann man noch ein bisschen Schrift erkennen. Vielleicht lässt sich dadurch die Münze noch bestimmen. Mal sehen. Neunzehnhundertzwanzig. 50 Pfennig, deutsche Dreich, sich Regen bringt Segen. Und wir werden jetzt erstmal hier von diesem Acker abhauen. Beziehungsweise sondeln wir uns jetzt zurück zu den Rucksäcken. Und dann gucken wir mal, wo wir morgen hingehen. So, der nächste Tag ist herangebrochen. Wir haben uns entschieden, wieder hierher zu gehen zu dem Acker. Weil ein schöner Acker ist und wir gestern coole Sachen gefunden haben. Vor allem diese fette Silbermünze, die Anemone gefunden hat. Die hat uns davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall hier weitersuchen müssen. Und ich hatte gerade ein Signal, den ersten Fund. Scheint eine fette Münze zu sein, kam aber echt in einem Alu-Leitwert drin. 49er Leitwert, sehr merkwürdig. Jetzt gucken wir mal, was das ist. Steht drauf 1990.
sehr schöne, coole, große Münze. Dort ist arabische Schrift, glaube ich, drauf. Bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, das ist arabische Schrift. Aber eben nicht besonders alt. 1990. Aber das fängt auch schon mal wieder sehr gut an. Ich habe gerade eine dicke Münze gefunden. Was für eine? Noch nie gesehen, sowas. Ein irgendwas, wahrscheinlich arabische Schrift. Und die kam mit einem 49er Leitwert drin. Sag mal. Wie Alu. Also ein bisschen besser als Alu, aber Alufolie. Aber die ist schön. Ja, ne? Aber nicht besonders alt. Egal. Wann findet man schon mal so eine Münze? Na gut, mal weiter sondern. Habe ich mal einen fetten Schraubenschlüssel gefunden und der ist auch noch intakt. Und die Tatsache, dass wir hier überhaupt keine Splitter finden, sondern immer nur ganze Gegenstände, komplette Münzen, einen komplett ganzen Ring, nicht mal verbogen oder so, das ist schon irgendwie ein Beleg dafür, dass der Acker nicht besonders alt ist, aber der Boden natürlich. Ich vermute einfach mal, wenn man mal hier guckt, sieht man, dass auch hier dieser Boden, diese Wiese ganz frisch irgendwie umgeackert wurde. Dass das hier wahrscheinlich so eine Art Wiese war. Und die ist jetzt zu einem Acker gemacht worden, aber wohl erst neu. Vermute ich einfach mal. Und deswegen finden wir hier so viele Sachen, die alle noch ganz sind. Und ansonsten ganz wenig, also kaum Signale. Und wenn mal was dabei ist, dann ist es was Interessantes und das ist meistens ganz. Meine Vermutung, das ist ein sehr junger Acker, aber eine alte Wiese mit viel Geschichte. Ich glaube, ich habe jetzt mal was Gefährliches gefunden. Sieht aus wie ein Geschoss oder wie eine altertümliche Patrone. Und das könnte hier oben der Zünder sein. Dass man das hier zündet und dann kommt das Geschoss raus. Weißt du? Eine merkwürdige Pistolenart, eine ältere. Weil hinten ist kein Dings und vorne ist eindeutig eine Art Hülse und vorne ein Geschoss. Hm. Noch nie gesehen. Wäre ich am besten in meine Brusttasche stecken. Nächster Fund. Eine Alumünze, die man auch mal ein bisschen reiben kann. Sich Regen bringt Segen. 50 Pfennig, Deutsches Reich. Und hier vorne ist er richtig verkrüppelt. Und die wird richtig kaputt sein. Na gut. Aber coole Münze. Weiter sondeln. So, wir haben jetzt mal hier so eine kurze Zwischenbilanz gemacht. Das ist der Müll. Habe ich mal kurz hier hingelegt. Nehmen wir natürlich mit. Hier so ein Haken. Und ein Messergriff. Und dazu habe ich zu dem Messergriff auch noch ein Stück von der Klinge gefunden. Und noch einen Haufen anderen Kram. Nicht besonders. Und hier sind die Münzen. Da haben wir eben mal sich Regen bringt Segen. Nochmal sich Regen bringt Segen in Top-Zustand. Nochmal sich Regen bringt Segen in noch topperen Zustand. Mehr war ja nicht. Und dann halt 10 Rentenpfennig. 1924, eine Münze, die wir nicht identifizieren können,
Die ist einfach schon ein bisschen zu zerfressen von dem Dünger. Allerdings kann man doch hier auf der Seite ein S erkennen. Und da erkenne ich am Ende auch ein E und ein R. Und ich vermute, es ist ein Stuber. Also es würde hinkommen, ich erkenne glaube ich sogar ein B dort. Ich habe letztens sowas schon mal gefunden. Also denke ich, es ist ein Stuber. Dann halt die arabische Münze von 1990. Eigentlich in einem sehr guten Zustand, leider irgendwie verfärbt. Mal sehen, ob man das irgendwie reinigen kann. Was hast du? Was haben wir hier? Na, 10 Pfennig. Deutsches Reich. 1900, ich weiß gar nicht, 14 oder so? 1914. Pfennig. Genau. Und natürlich der beste Fund des Tages, wieder an der Mona. Pfennig. Ein Silbergroschen 1865a. Leider oben die Ecke abgebrochen. Pfennig. Wilhelm König. Pfennig. Kann man lesen. Ups. Jetzt ist er gleich im Kornfeld gelandet. Scheidemünze. Pfennig. Steht noch drauf. Wir packen das jetzt alles ein und dann wollen wir noch mal ein bisschen hier an den Waldrand gehen. Mal sehen, was wir da finden. Ach ja, eine Musketenkugel habe ich noch gefunden. So ein Knubbel dran. Und die Überreste eines Knopfes. Ich habe auch noch so einen ganz, ganz kleinen Knopf. Kenne ich. Na gut, mal sehen, was wir da an dem Waldrand noch finden können. So, halbe Stunde ungefähr ist vergangen. Und wir sind am Waldrand gewesen, da lag aber nur Müll und wir sind so ein bisschen in dem Wald jetzt drinne. Und hier ist es total schön. Und ich habe was Cooles gefunden. Und zwar ein Schild. Da steht drauf DKW. Ist schön schwer. Und doch, ja, ich weiß zwar nicht, was das ist, wofür dieses Schild war, dieses Abzeichen oder Emblem. Aber das ist interessant. Hat jedenfalls hinten. Warte mal, oder doch? Hinten ist so ein bisschen wie ein Rest dran, ne, wo man erkennen kann, dass da eventuell mal eine Anstecknadel dran war. Also kann es schon sein, dass es mal ein Anstecker war. Aber was das nun bedeutet, DKW, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, wenn ich ein bisschen recherchiere, kann ich es rausfinden. Sehr schöner Wald hier. Wir suchen hier weiter. So, das Video geht jetzt langsam zu Ende. Wir waren in dem Wald noch ein bisschen sondeln, aber kamen leider ja keine Funde mehr, außer das DKW-Abzeichen. Wir sind dann langsam nach Hause gegangen, weil es wurde dann auch dunkel. Aber ich möchte euch natürlich diesen Fund hier nicht vorenthalten. Den Schraubenschlüssel, welchen ich auf dem Acker gefunden habe, den habe ich ja auch mitgenommen. Und natürlich habe ich den Müll auch mitgenommen, den ihr da gesehen habt. Das haben wir alles aussortiert und dann, was wirklich Müll war, in Müll geschmissen. Und was man davon noch irgendwie sammeln kann, das kommt in so eine fette Sammelkiste. Und diesen Schraubenschlüssel hier, ja, den fand ich ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich alt ist. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht so alt sein wird. Wird wahrscheinlich nicht aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Aber ich habe ihn auch einfach mal als Experiment mitgenommen und habe ihn mit Fedox entrostet, chemisch quasi, und mit Fertan eingepinselt. 24 Stunden hat es dann gewirkt. Dann habe ich ihn sauber gemacht und anschließend habe ich ihn auch noch in Paraffin eingekocht. Also ich habe quasi diesen alten Schraubenschlüssel einfach mal konserviert, aus experimentellen Gründen, aber auch, weil ich es einfach interessant fand. Und irgendwie hat er mir gefallen, dieser Schlüssel. Und theoretischerweise könnte man ihn ja noch nehmen. Und damit endet jetzt die Sondelfolge mit diesem Fund.
diesem schönen Schraubenschlüssel. Wir waren noch öfters auf dem Acker, aber leider haben sich nicht mehr so schöne Funde eingestellt wie an diesen zwei Tagen. Aber das wird nicht heißen, dass wir nie wieder dahin gehen. Wir werden sicherlich nochmal dort hingehen auf dem Acker. Und da sind ja noch mehr in der Gegend und noch kleine Waldstücke und so was. Das müssen wir alles noch antesten. Auf jeden Fall habe ich noch viele weitere Sondelfolgen in Bearbeitung, die demnächst alle erscheinen werden. Unter anderem auch eine Folge, wo es um diesen Gasmaskenbehälter da hinten geht. Der ist noch verschlossen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Sondeln. Tschüss!